Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Screentime. Die erste Folge im Jahr 2021. Wir waren ein bisschen weg vom Fenster, beziehungsweise wir haben eine kurze Pause gemacht wegen den ganzen Lockdown-Maßnahmen. Aber wir haben uns gedacht, okay, das dauert jetzt schon viel länger, als das je geplant war. Und bevor jetzt Screentime irgendwie komplett in Vergessenheit gerät, wollen wir mal wieder eine Folge produzieren und natürlich nicht nur jetzt eine Einzelfolge machen, sondern natürlich auch ein bisschen länger wieder dabei sein. Wir haben uns halt gedacht, dass wir dann nicht wöchentlich dann eine neue Folge rausbringen, sondern zumindest monatlich, dass zumindest ein bisschen Screentime noch da ist und wir nicht in Vergessenheit geraten. Vielleicht weiß der ein oder andere noch, was für Filme denn wir jetzt überhaupt diese Woche geguckt haben, beziehungsweise für die Folge jetzt hier. Das waren drei sehr interessante Filme, mehr oder weniger. Es war halt Swiss Army Man, es war Prestige und Systemsprenger. Und über die drei Filmchen werden wir heute ein bisschen quatschen. Und bevor wir mit den ersten Filmen anfangen, nochmal ein kleiner Hinweis. Wir haben natürlich ein bisschen umgebaut. Wir haben immer sonst 2 Stunden hier irgendwie Programm gehabt mit Filme vorstellen, mit Spiel und was weiß ich alles. Das war dann im Endeffekt dann doch vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Deswegen haben wir gesagt, okay, das Spielchen nehmen wir mal raus und wir haben jetzt quasi nur noch 3 Filme drin. Gut, der Kinofilm ist gerade sowieso raus, aber den werden wir auch zukünftig vielleicht dann extra nochmal behandeln. Und wir werden die Filme nicht mehr auslosen. Wir hatten ja vorher immer diese Box gehabt, wo wir dann jeder so seinen Film reingeschmissen hat und dann haben wir später rausgelost. Sondern wir werden es jetzt so machen, dass wir jeder immer einen Film vorschlagen und natürlich dann auch immer einen Vorschlag von euch nehmen aus der Community. Das heißt, ihr könnt auch unten in den Kommentaren immer schön euren Lieblingsfilm oder einen Film reinschreiben, wo ihr sagt, ey, das müssen die beiden sich mal angucken. Und dann werden wir das tun und hier drüber reden. Und das machen wir so nach dem First-In, First-Out-Prinzip. Das heißt, wir arbeiten die Liste dann einmal ab. Also könnte ein bisschen dauern, bis dann vielleicht euer Film drankommt. Aber erst drauf, wenn wir nicht schon gesehen haben. Und da kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Wir hatten ja mal bisher Filme gehabt, wo wir sagen, okay, die haben wir noch nicht gesehen. Oder zumindest einer von uns beiden hat die noch nicht gesehen. Aber es gibt auch so viele Filme, wo wir wissen, okay, den haben wir zwar schon gesehen, aber ich erinnere mich gar nicht mehr dran. Und der ist halt trotzdem cool und ich würde trotzdem ganz gerne drüber reden. Deswegen ist das Ding auch raus. Das heißt, wir gucken uns jetzt einfach alles an, wo wir gerade Bock drauf haben und die wir halt noch nicht hier besprochen hatten. Und dann gucken wir mal, was gefällt und was nicht gefällt. Vielleicht ist auch beim zweiten Mal gucken besser als beim ersten Mal gucken. Manchmal ist das ja so. So, und dann sind wir auch direkt beim Thema. Nämlich den ersten Film, den ich dann hier vorgeschlagen hatte das letzte Mal, oder den wir gezogen haben, der aber von mir kam, ist Prestige. Prestige von Christopher Nolan aus dem Jahr 2007. Hat eine Gesamtlauflänge von 2 Stunden 10, ist also kein kurzer Snack, sondern man muss da schon ein bisschen dranbleiben. Aber ich glaube, Christopher Nolan macht sowieso meistens eher ein bisschen längere Filme. Es geht darin um, ich glaube, der Untertitel ist auch Meister der Magier oder sowas. Es geht darum um Meister der Magie, so rum, Entschuldigung. Es geht darum um 2 Magier, die sich quasi selbst einen erbitterten Kampf leisten oder sich betteln. Die haben nämlich angefangen als Gehilfe. Es geht darum um den, oh Gott, wo sind meine Notizen? Alfred Borden, gespielt von Christian Bale. Und dann haben wir noch den anderen. Wenn man seine Notizen nicht im Blick hat, dann ist alles gut. Der Hugh Jackman. Genau, der Robert Angier. Ja, gespielt von Hugh Jackman. Also da fängt schon mal gut an mit den ganzen Stars. Und die waren eher so Gehilfen gewesen von einem anderen Magier. Das heißt, die saßen dann halt im Publikum. Und die waren dafür zuständig, die Knoten zu machen für die Assistentin, die sich natürlich dann so ein Wasserbecken reingeworfen wird und die sich dann wieder befreien muss. Und die Assistentin war die Frau gewesen von Hugh Jackman und bei dem ganzen Kunststück geht natürlich was schief und sie kommt leider um. So, das ist schon fast schon viel zu viel vielleicht zu verraten, aber das ist halt so der Aufhänger. Die beiden können sich natürlich dann nicht mehr so gut leiden. Verständlicherweise. Und der Alfred Borden, also Christian Bale, hat dann einen neuen Trick und Hugh Jackman ist halt dann drauf versessen, verdammt, der ist jetzt erfolgreich und das will ich nicht oder ich will noch besser werden als er und die betteln sich ein bisschen. So, den Film
guckt ihr euch am besten an, wenn ihr noch nicht gesehen habt. Den gibt es auf Amazon, auf iTunes, auf Google Play etc. Als Flat gibt es ihn nicht, also es gibt ihn nirgendwo kostenlos zu sehen, sondern man muss ihn kaufen oder beziehungsweise leihen. Leihen kostet ja 3,99 in HD. Auf jeden Fall investieren oder kauft euch direkt die Blu-ray, weil meiner Meinung nach ist der wirklich zu Unrecht nicht so bekannt. Ich meine, wenn man so Christopher Nolan Filme, dann hast du immer Inception, Interstellar, was weiß ich, Dark Knight Trilogie, alles auch gute Filme. Aber warum Prestige nicht so dabei ist, das verstehe ich nicht, weil der Film ist echt mega spannend. Also er ist schon gut aufgemacht. Man muss halt auch, wie bei Christopher Nolan üblich, dabei bleiben. Das ist kein Film, den man so nebenher schaut beim Bügeln oder was weiß ich. Du bügelst ja gerne beim Film schauen. Das kannst du halt bei denen nicht machen. Da musst du halt wirklich aufpassen, was passiert da eigentlich, was machen die jetzt. Und es lohnt sich, den Film auch mehrfach zu schauen. Ich habe den jetzt 2007, als er im Kino rauskam, geguckt. Und jetzt erst wieder. Ich wusste halt von diesem Film nicht mehr wirklich viel, außer halt so ein bisschen was vom Finale. Und halt, dass ich ihn gut fand. Und habe dann aber trotzdem überall so, ja, schon gute Hinweise und sowas geguckt. Also der erste Satz, der auch in diesem Film fällt, ist, sehen Sie auch genau zu. Und das ist wirklich auch Programm. Weil wenn man da wirklich alles so mitkriegen will, dann muss man auch dranbleiben. So, jetzt habe ich schon viel zu viel über den Film gequasselt. Man muss dazu sagen, man kann nicht über diesen Film reden, ohne zu spoilern. Das heißt, wenn ihr noch nicht gesehen habt, dann springt ihr am besten direkt zur Kritik oder beziehungsweise zu unserer Bewertung weiter etc. und hört euch den Rest nicht an, weil alles, was jetzt kommt, ist wahrscheinlich ein Spoiler. Also ich kann noch mal versuchen, spoilerfreies Fazit würde ich jetzt noch gar nicht sagen, aber für mich war es tatsächlich so, ich habe den Film zum ersten Mal gesehen und ich fand den total spannend, ich fand den total interessant, es ist mega das Star-Aufgebot, es ist total geil gespielt und du fragst dich wirklich die ganze Zeit, okay, was passiert als nächstes, und der Film schafft etwas, was ganz wenig Filme schaffen, der ist zu Ende und man hat eigentlich Bock, ihn sofort nochmal zu gucken. Weil man mit dem Wissen, wie der Film verläuft, sich das nochmal angucken will. Und das finde ich, was das schafft, ein Film ganz, ganz selten, dass du eigentlich Bock hast, sofort nochmal zu gucken. Aber das hatte ich auch. Also als der Film vorbei war, dachte ich mir so, verdammt, eigentlich müsstest du jetzt nochmal genauer hingucken. Ich meine, ich habe ihn schon zum zweiten Mal gesehen. Das heißt, ich habe schon auf einige Dinge eher geachtet, als beim ersten Mal schauen. Aber da hatte ich auch so das Lust gehabt, verdammt, eigentlich müsstest du den jetzt nochmal. Jetzt willst du doch nochmal die eine oder andere Stelle dir nochmal angucken. Ob das dann alles so ist, wie du dir gedacht hast, oder wie haben sie das aufgebaut? Also der ist auch sehr, sehr klug aufgebaut vom Drehbuch her und sowas. Drehbuch hat ja auch Christopher Nolan mit seinem Bruder zusammen selbst geschrieben, basiert aber, glaube ich, irgendwie auf so einer anderen Geschichte, aber das ist nur so ein bisschen am Rande aufgeschnappt gewesen. Aber der ist halt wirklich sehr gut aufgebaut. Und ich meine, der geht 2 Stunden 10, also schon relativ lange, aber ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass er so riesen Hänger drin hat, wo ich denke, okay, da hättest du jetzt aber... Das war alles unsinnige Szenen, die hättest du jetzt nicht gebraucht, die hättest du noch viel mehr rausschneiden können. Fand ich nicht. Also der ging wirklich flott auch rum. Und ja, der ist halt auch spannend. Ja, ey, ich habe den mit meiner Freundin geguckt und die ist ja wirklich nicht so der Mega-Film-Fan. Also das kommt schon selten vor, dass die mal einen Film gut findet und die war richtig begeistert. Also die fand den richtig geil und wenn die den geil findet, das ist für mich immer nochmal so ein Qualitätsmerkmal zusätzlich. Wie gesagt, also für mich nicht begreiflich, dass der bei Filme, wenn man Christopher Nolan Filme aufzählt, dass der halt so weit hinten dran ist. Ja, also ich musste auch darüber nachdenken, Tenet fand ich ja nicht so geil. Ey, Prestige ist einfach so ein hammergeiler Film und da merkt man halt, dass Christopher Nolan auch anders kann. Auch dieses, was mich bei Tenet gestört hat, dass alle Charaktere so, also dass ich nicht mit denen mitfieber und die mir eigentlich scheißegal sind, hier hat er es mir geschafft, mir die Figuren alle irgendwie nahe zu bringen und so deren Emotionen. Und ich fand das total interessant. Während er ja eigentlich eher den Ruf genießt, dass alles so unterkühlt ist. Aber das fand ich bei Prestige zum Beispiel nicht. Was halt auch so ein bisschen reingebaut hat, was für mich ein bisschen erschwert hatte, war, es läuft nicht unbedingt chronologisch ab. Also dass da immer so ein bisschen Versatz so hin und her gesprungen. Ist jetzt nicht so schlimm wie bei anderen Filmen, wie bei Memento, da blickst du ja gar nicht durch, wenn du den irgendwie chronologisch guckst, beziehungsweise so guckst, aber
Es geht, aber trotzdem musst du immer so ein bisschen kurz überlegen, okay, warte mal, ach nee, das war jetzt quasi davor und das ist jetzt quasi danach. Es ist jetzt nicht mega kompliziert, aber man muss halt so ein bisschen dabei bleiben, um zu wissen, alles klar, das Wissen haben die vielleicht gerade jetzt schon oder noch nicht oder das passiert halt noch. Also ich kann über den Film gar nicht so viel Großartiges sagen, als ihr guckt euch an, verdammt. Also wenn ihr noch nicht gesehen habt, bevor jetzt hier anfangen, groß drüber zu reden, also wirklich Details dann auszuplaudern, die halt mega ein Spoiler sind, guckt euch den Film an, der lohnt sich auf jeden Fall. Guckt den gar nicht hier auf Stream, kauft den direkt als Blu-ray oder sowas, die kostet doch gar nicht mehr so viel, ich glaube 10 Euro oder sowas. Gebt die 6 Euro nochmal mehr aus und dann könnt ihr den immer wieder gucken und das ist auch wirklich so ein Film, wo ich sage, absolute Weitempfehlung. Ja, wenn mich irgendeiner fragt, hey, hast du mal einen coolen Film für einen Filmabend oder sowas, den würde ich, vielleicht einen, der jetzt noch nicht so bekannt ist, aber ich weiß halt nicht, warum ist der nicht so bekannt? Prestige, auf jeden Fall. Gibt es übrigens auch als 4K-UHD-Scheibe, falls ihr da Wert drauf legt. Ich tue mich immer ein bisschen schwer bei Filmen, die älter sind in 4K, weil die halt meistens dann ein bisschen hochgezogen sind. Kann gut sein, kann aber auch nicht so gut sein. Weiß ich jetzt nicht, aber zumindest eine Blu-ray sollte auf jeden Fall ausreichen. Ja. So, okay. Ey, und wie gesagt, auch von meiner Seite komplette Guck-Empfehlung und dann würde ich sagen, skippt ihr jetzt aber den Rest von dem Part, weil jetzt spoilern wir, oder? Ja, jetzt machen wir hier Spoilerwarnung. Und wie hat er denn jetzt so, was fandst du am spannendsten? Ey, ich muss sagen, ich mochte ganz viele Aspekte, aber ich fand das immer geil, so dieses dass du immer darauf gewartet hast, okay, wie übertrumpfen sie sich jetzt als Nächstes? Weißt du, das fand ich immer so spannend. Und ich fand es auch immer geil, wenn sie dann, er hatte ja irgendwie das Tagebuch von dem einen und dann, die haben so gegenseitig ihre Tagebücher quasi geklaut. Und dann war aber immer die Conclusio, dass quasi auf der letzten Seite stand so, ja hallo, ich wusste, dass du das kriegst und hab dich übelst verarscht. Und das fand ich mega geil, weil das habe ich auch überhaupt nicht kommen sehen. Überhaupt so das Ende hast du so nicht kommen sehen, so wie das am Ende. Ich wusste ja nur noch einen Teil quasi vom Finale und dann kam noch ein anderer Teil dazu, der mir leider nicht so gut gefiel, aber da kommen wir vielleicht mal später zu. Also ich muss sagen, Christian Bales Auflösung fand ich ja mega geil. Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Also soll ich, also wir sprechen es jetzt aus, ne? Wir sind ja, klar, wir spoilern. Aber genau, das ist darum, quasi... Nee, warte mal, wir erklären erstmal den Trick. Er hat nämlich den berühmten Trick des transportierten Mannes. Das heißt, er geht in eine Kabine rein, dann kommen irgendwelche Stromstöße von Tesla irgendwie zusammengebaut und dann kommt er halt auf der anderen Seite wieder raus und du fragst dich halt, okay, wie ist er jetzt von links nach rechts gekommen? Und es ist auch kein Doppelgänger oder sowas, kein Schauspieler, sondern es ist halt derselbe Mann. Und wie hat er das jetzt gemacht? Und das ist quasi dieser große Trick, den er noch versucht, hier Hugh Jackman, beziehungsweise wie heißt der, Angier, dann rauszukriegen. Und er versucht, den zu kopieren, indem er dann halt wirklich einen Schauspieler nimmt, also so einen besoffenen Schauspielkünstler da, der dann irgendwie versucht, ihn nachzuahmen. Da muss ich mal ganz kurz einhaken, weil das, muss ich sagen, fand ich so eine herausragende Leistung von Hugh Jackman. Er spielt ja auch den Doppelgänger, aber der spielt den so, dass du trotzdem wirklich das Gefühl hast, der sieht auch anders aus. Also ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, aber Hugh Jackman spielt zwei Rollen und du hast gar kein Problem damit. Also du sagst, jo, kein Problem, erkenne ich an, das sind zwei komplett verschiedene Typen. Fand ich mega geil. Das hast du dir auch abgekauft, dass der eine halt so ein abgehalfterter, betrunkener Typ ist und der andere halt so halt der Magier und dass sie sich nicht grün sind. Und ja, sie sehen sich ähnlich, aber trotzdem irgendwie nicht. Also schon wirklich super geil gemacht. Echt. Und der versucht ihn halt zu kopieren. Ich fand das auch echt cool gemacht. Man erfährt ja auch so ein paar Tricks quasi von Magiern. Hm. Und ich finde das halt immer sehr interessant. Ich finde es halt immer, Illusion finde ich immer super spannend. Ich finde es aber auch immer super spannend, die Auflösung. Wie machst du das, dass du dann halt diesen Effekt hast? Und das halt, der Hugh Jackman hat es halt so gebaut, der läuft einfach durch eine Tür, also der hat zwei Türen aufgebaut, links eine, rechts eine, er läuft halt durch und kommt auf der anderen Seite wieder raus. Dann haben wir so gemacht, okay, er läuft durch die Tür, derzeit versperrt halt die offene Tür so ein bisschen das Sichtfeld des Publikums, er fällt dann so eine Falltür rein und der andere kommt auf der anderen Seite wieder raus. Wie er da hochkam, ohne dass die Leute das sehen, das weiß ich gar nicht, aber ist schon echt cool gemacht. So. Wir wollten gerade irgendwie auflösen, gell? So, jetzt haben wir den transportierten Mann quasi von Christian Bale gespielt, also von hier Alfred Baden.
Und bei dem ist es aber so, dass es Zwillinge sind. Ja, es sind zwei Brüder quasi. Und die haben das aber nie verraten. Das war ihr großes Konklusio gewesen, ihre große Hingabe zu der Magie quasi, dass sie immer gewechselt haben. Dass die im Leben quasi sich immer ausgetauscht haben. Und niemand wusste, dass es diese zwei überhaupt gibt, sondern die haben immer den als eine Person genommen. Und die andere Person war halt einfach nur dann verkleidet der Assistent gewesen. Und es gab ja auch so einen Vorfall, wo was schiefgegangen ist. Und zwar dieser berühmte Trick hier mit der Kugel, dass man auf einen schießt und er fängt halt die Kugel da auf. Und er geht halt schief, weil halt hier jetzt Hugh Jackman bzw. hier Angier quasi im Publikum war und dann abgefeuert hat und vorher halt nochmal eine andere Kugel reingesteckt hat, dass ihm wirklich so zwei Finger abgeschossen worden sind. Wir sind halt hergegangen und haben halt den anderen Brüdern mit so einem Spachtel auch nochmal die zwei Finger da abgehackt, damit die halt immer noch gleich aussehen. Es ist halt eine Riesenhingabe an dieser Kunst quasi. Und das habe ich echt nicht kommen sehen, dass es halt zwei sind. Ja. Und das fand ich auch so geil, weil mit dem Wissen merkst du auf einmal, okay, das wurde im ganzen Film schon immer angedeutet. Also das erste Mal, wo sie bei diesem Chinesen sich die Vorstellung angucken und Christian Bale sagt, ja, der ist überhaupt kein Krüppel, der tut nur so, der spielt sein ganzes Leben, macht er nur eine Show. Und am Ende checkst du halt so, ja, okay, er kann das halt sofort durchschauen, weil es ihm selber ja auch so geht. Und das zieht sich so durch, auch immer wieder dieses, er hat ja seine Frau und die kann immer erkennen, ob er sie an dem Tag gerade liebt oder nicht. Und du denkst dir teilweise so, ja, okay, was soll das? Aber schiebst das halt so darauf, dass er halt ein schwieriger Typ ist und eigentlich halt so eher der Magie verschrieben ist als seiner Familie. Aber nee, es liegt einfach daran, weil der eine Bruder liebt sie, aber der andere nicht. Und das finde ich halt cool, wenn du dann am Ende da sitzt und du hast die Auflösung und denkst dir so, boah, jetzt macht das alles irgendwie auch Sinn. Und was ich ganz witzig finde, da hat meine Mutter mich darauf aufmerksam gemacht, einer von den Brüdern hat eine Lücke in der Augenbraue und der andere Okay. nicht. Da muss man jetzt, und deswegen will ich den Film auch eigentlich am liebsten direkt nochmal gucken, weil ich jetzt wissen will, ob das passt. Ob du immer dann, also ob immer der gleiche Bruder, der mit der Lücke in der Augenbraue, dann der ist, der die Frau liebt oder halt nicht. Also ich weiß jetzt nicht, welcher ist. Aber das ist tatsächlich ein Merkmal, woran man die unterscheiden kann. Okay, krass, dass sie da wirklich noch was eingebaut haben. Ich, Ja. mir, wie gesagt, ich wusste es ja dann und dann, wie siehst du halt wirklich kompletten Film über immer wieder so Hinweise. Du hast ja auch quasi das Begräbnis quasi von der Assistentin, die da dann ertrunken ist. Und er fragt ihn halt, was für einen Knoten hast du gemacht? Und er sagt halt, ich weiß es nicht. Der eine Teil von mir sagt, ich habe den Knoten gemacht, der andere Teil von mir sagt, ich habe den Knoten gemacht. Und das macht halt am Ende dann irgendwie Sinn, weil wahrscheinlich war es er jetzt der gewesen, der den Knoten nicht gemacht hat, sondern der andere. Ganz ehrlich, unter dem Aspekt, das ist mir zum Beispiel, das ist jetzt wieder, wo wir drüber reden, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Also ich dachte, das wäre eine Schutzbehauptung, dass er das nicht weiß, aber dann weiß der andere Bruder das ja wirklich nicht. Ja. Also wie gesagt, wenn du den Film nochmal guckst, du siehst überall Hinweise quasi darauf, dass es wirklich zwei Leute sind. Aber du raffst es, während du das erste Mal guckst, raffst du es nicht. Denkst halt, okay, das ist ein komischer Typ. Ja? Der ist halt mal so drauf. Aber am Ende macht es Sinn. Wenn du wirklich nochmal guckst, merkst du es überall halt quasi, dass er da auch. Oder da kommt halt die Tochter an und sagt, ey, du hast mir versprochen, in den Zoo zu gehen. Und er so, also habe ich das? Ja gut, dann machen wir das. Und er spricht ja quasi auch zu seinen Assistenten und sagt, hier, ja, pass mal auf die Kleine auf oder sowas, oder geh mal mit ihr ins Zoo oder sowas. Er Aber da spricht ja denkst du quasi mit dir seinem halt, Bruder. ja, beim ersten Mal denkst du dir dann halt aber so, ja, ist ja schon ein bisschen assi, dass er jetzt quasi den Assistenten da in den Zoo schickt mit der Tochter. Aber es macht ja dann wirklich Sinn am Ende, dass der sie dann halt seine Maskerade abgenommen hat, weil einer, der gerade nicht der Bruder war, also der nicht den Magier gespielt hat, der war ja quasi sein Erfinder. Also die haben ja immer so Erfinder, die dann halt für sie die ganzen Apparaturen basteln. Ja. Genau, und das war dann halt immer der andere Bruder, der dann halt auch irgendwie Scarlett Johansson geliebt hat. Also die haben dann ja so eine, also der eine hat eine Beziehung zu der Assistentin und der andere hat halt eine Beziehung zu der Ehefrau. Und aber niemand weiß das. Also das finde ich halt auch so krass. Und das bringt die Frau ja auch in völlige Verzweiflung. Also das ist schon ein mega geiler Kniff, muss ich sagen. Ja, der ist richtig gut. Also den habe ich auch, wo ich den das erste Mal gesehen habe. Es gibt ja so Kniffe, der hast du in der Mitte des Films, hast du schon gerafft, alles klar. Ja, da kommt das und das und dann löst sich das so auf. Aber da habe ich halt auch bis zum Schluss nicht gerafft, dass es wirklich,
zwei Leute sind, wie das gemacht haben. Und dann merkst du halt überall, alles klar, ja, die haben es eigentlich die ganze Zeit schon verraten. Wie gesagt, der Film sagt ja am Anfang auch, sehen sie auch genau zu. Also da musst du wirklich richtig aufpassen bei diesen Dingen. Und ich finde es halt mega, mega gut gemacht. Und du hast halt auch wirklich ständig irgendwelche Schauspieler, die da reinkommen. Und du sagst, okay, da bekommst du auf einmal Scarlett Johansson rein. Da hast du Andy Serkis, den man bekannt, wer ihn nicht kennt, Gollum halt gespielt hat. Oder halt Nikola Tesla kommt auch noch vorbei. Der wird halt gespielt von David Bowie. Der kommt auch noch mit dazu. Also du hast überall auch sehr bekannte Schauspieler mit dabei. Ein riesen Ensemble. Und hier der Erfinder quasi von den Angier ist halt Michael Caine, der bei Christopher Nolan Filmen ja sowieso schon so eine Stammrolle hat. Ich glaube, irgendwo taucht er immer mal so kurz auf. Er ist auch ein richtig guter Schauspieler. Das ist halt echt cool. Echt cool gemacht. Was mir halt nicht so gefallen hat, ist die Auflösung von Angier. Das ist auch mein größtes Problem in dem Film, ja. Zu übernatürlich. Das ist so das Ding, was mir am Ende so ein bisschen kaputt gemacht hat. Ja, aber gut. Andererseits hätte sonst der Film nicht funktioniert, weil dann hätte Christian Bale ja nicht ins Gefängnis gehen können dafür, dass er da ertrunken ist. Ja, aber mir wäre es lieber gewesen, er hätte so eine Art Trick gehabt und nicht dieses Übernatürliche oder dieses, was es dann jetzt geworden ist. Ja, also ich muss auch sagen, dass Tesla ihm dann eine Maschine baut, womit er sich quasi klonen kann und der eine Klon dann halt immer ertränkt wird unter der Bühne, fand ich jetzt auch nicht so geil. Wobei ich auch sagen muss, das wusste ich irgendwie schon. Also ich habe irgendwann mal über den Film was gehört und ich wusste, da ist was mit Klonen. Deswegen wusste ich dann schon, dass Hugh Jackman sich selber klont, also oder hab's mir dann erschlossen aus dem, was da passiert ist. Aber so richtig glücklich fand ich das jetzt auch nicht. Weil das halt dann eben, wie du schon sagst, keine Illusion ist, sondern dann halt echte Magie. Wobei man da ja auch schon wieder sagen könnte, dieser ganze Part mit Tesla dreht sich ja auch darum, dass Wissenschaft eigentlich die echte Magie ist und so. Also in dem Kontext macht's fast schon wieder Sinn. Aber ich muss halt sagen, so, das war da so der kleine Punkt, wo ich am Ende sagte, so, macht es mir leider ein bisschen kaputt. Also der Film ist immer noch super grandios, angucken auf jeden Fall. Aber gut, jetzt brauchst du eh nicht mehr angucken. Wenn du jetzt bis jetzt geguckt hast und den Film noch nicht gesehen hast, dann ist sowieso alles rum, dann ist egal. Ja, finde ich nicht. Das ist ein Film, den kannst du auch noch öfters gucken. Also selbst wenn du das jetzt alles weißt, guck ihn mit dem Wissen und versuch von Anfang an drauf zu achten. Ich glaube, dann ist es trotzdem noch ein spannender Film. Ah. Ich fand's aber interessant, die haben ja einen Trick gezeigt mit den Tauben. Ja. Das ist einfach so ein Käfig hast, da ist eine Taube drin, so ein Geheimfacher im Tisch. Und dann tun die halt, zeigen hier, okay, das ist der Vogel mit dem Käfig, Tuch drüber, und dann ist der Käfig weg und die Taube weg. Dass sie einfach zusammenfaltbar ist und einfach diese Taube da reinquetschen und dann einfach nur so einen zweiten Vogel dann da haben, der dann auftaucht. Ist interessant, ein Film gemacht, aber es wurde auch irgendwo nochmal genannt, so wird das in echt nicht gemacht. Das ist quasi nur für den Film jetzt so eine Darbietung gewesen. Das ist jetzt nicht der echte Trick, dass sie jedes Mal da Tauben töten oder Vögel töten, wenn sie diesen Trick vollführen. Was aber also echt war... Ich muss ehrlich sagen, so um 1900 hätte es mich aber nicht gewundert, wenn die da wirklich die Tauben plattgehauen hätten. Ja, das stimmt allerdings. was aber auf einer wahren Begebenheit basiert, ist dieser Chinese. Mhm. Weil es gab wirklich so einen Zauberkünstler, der eigentlich ein Amerikaner war. Das war ein weißer Amerikaner, der sich die ganze Zeit als Chinese verkleidet hat und der diese Zauberkunststücke da gemacht hat. Und der hat sogar selbst bei Interviews oder sowas, hat er halt einen Dolmetscher dabei gehabt, weil er so getan hat, ja, ich verstehe nichts, ich bin Chinese. Also auch so einer, der mit voller Hingabe quasi seinen Beruf ausübt oder diesen Magier halt spielt, dass er sich halt sein Leben lang quasi als Chinese verkleidet hat. Und es ist nie irgendeinem aufgefallen. Also da sind auch sehr viele Anspielungen quasi auf echte Magier mit drin gewesen. Auch sehr, ja, sehr cool. Okay. Ein geiler Film und sowas auf jeden Fall. Mit, Houdini hat das ja gemacht mit den Erfesselungen unter Wasser und sowas. Also sehr viele Anspielungen auch auf wahre Magier und Begebenheiten. Sehr cool. Wollen wir dann zur Bewertung kommen? Ja. Was gibt's in den Film? Ey, ich muss dir ehrlich sagen, der Film hat mich richtig begeistert. Ich bin mittlerweile sogar fast der Meinung, das ist für mich der beste oder zumindest einer der besten Christopher Nolan-Filme. Und obwohl mir diese Nummer mit dem nicht so gefallen hat, würde ich ihm eine 10 von 10 geben. Ja. Also, ich muss mal auch sagen, der ist halt echt unterbewertet bei vielen Leuten. Weil wenn ich jetzt so die ganzen Christopher Nolan-Filme durchgehe, ist der Film halt echt
höher als ein Tenet. Tut mir leid, aber Tenet ist ein guter Film. Vielleicht auch beim zweiten, dritten Mal gucken, versteht man vielleicht mehr. Ich habe ihn bisher nur einmal gesehen. Aber der ist halt von Spannungsgrad und sowas, ist der halt um einiges besser aufgebaut. Und der ist halt echt sehr interessant und sehr cool gemacht. Ich finde ihn auch besser als ein Inception und ein Interstellar. Finde ich besser. Ja. Also dieser Film hier, der gibt auch, finde ich, den Charakteren sehr viel Tiefe, was halt andere Christopher Nolan-Filme nicht machen. Ja. Also es beschäftigt sich auch viel so mit dem Seelenleben der einzelnen Protagonisten. Und das finde ich ja immer besonders schön. Ja. Ich hab überlegt so, ich muss ja sagen, mit dem Ende, mit hat es mir ein bisschen verbasselt, aber ich bin trotzdem bei einer 9. Also vielleicht hätte ich noch eine 10 gegeben, wenn alles ganz cool gewesen wäre, aber so bin ich jetzt bei 9, noch was und ich bin bei einer 9, was für mich allerdings schon eine relativ hohe Bewertung ist. Das ist wirklich so ein Film, wo du wirklich sagst, okay, eigentlich will ich den direkt nochmal gucken. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn das dein bestbewertetster Film bisher war. Ich weiß nicht, ob schon mal was über eine 8, ja, wobei müsste man jetzt nochmal gucken bei Before We Go, was du da gesagt hast. Weiß ich nicht mehr, aber ich glaube, eine 9 hat er nicht bekommen. Aber ich habe da überlegt, so, ist das eine 10? Nein, er hat so ein, zwei kleine Schwachstellen da drin, weswegen halt nur auf eine 9 kommt, aber auf eine gute 9, also eine 9 plus quasi. Empfehlung auf jeden Fall kaufen, werde ich mir das Ding auch, einfach weil es halt ein mega geiler Film ist. Angucken. Geiler Film. Ja. Dann sind wir insgesamt bei 19 von 20, also irgendwie bei 9,5 irgendwie von 10, wenn man das so auseinander nimmt. Also ich glaube, so eine hohe Bewertung wirst du ja so schnell nicht mehr jeder kriegen. Das ist direkt zum Start. Das Highlight des Jahres wahrscheinlich, das ist der beste Film 2021. Herzlichen Glückwunsch, ihr könnt skippen, den Rest brauchen wir nicht mehr. Ich werde versuchen, dir noch andere geile Filme beizubringen im Laufe des Jahres. Oh ja, mal gucken. Aber ich denke mal, die werden wir dies Jahr nochmal sehen, wenn wir wieder so einen Jahresabschluss machen. Ja. Wird Prestige mit Sicherheit nochmal auftauchen. So. Was hast du uns denn mitgebracht für den nächsten Monat, ist es ja in dem Fall. Ja. Genau, und zwar stelle ich jetzt quasi meinen Vorschlag vor für das nächste Mal. Und der heißt Little Miss Sunshine. Auch ein großartiger Film, den ich sehr, sehr toll finde. Ich glaube, den hast du noch nicht gesehen, oder? Nein, ist mir gänzlich unbekannt. Sehr gut. Little Miss Sunshine ist eine Dramödie, würde ich schon fast sagen, aus dem Jahr 2006. Es geht um die kleine Olive, gespielt von Abigail Breslin, die bei dem Schönheitswettbewerb Little Miss Sunshine mitmachen wollte. Ist allerdings nur irgendwie bei ihrer regionalen Ausscheidung auf Platz 2 gekommen, ist aber im Nachhinein dann irgendwie nochmal aufgewertet worden, weshalb sie jetzt quasi nach Los Angeles darf zu diesem Little Miss Sunshine Contest. Und der Film geht halt um so einen kleinen Roadtrip, wie die Familie sich jetzt quasi zusammenrauft, weil es ist ein bisschen zerrüttete Familie. Da ist dann noch der Onkel dabei, der suizidgefährdet ist, gespielt hier von Steve Carell. Und die tun sich halt jetzt zusammen, gehen halt so einen kleinen Bus da rein, so einen VW-Bus, und fahren halt einmal quer durchs Land nach Los Angeles zu diesem Little Miss Sunshine. Und es ist halt ein Roadtrip-Film mehr oder weniger. Und es ist witzig einerseits, allerdings auch so Familienzusammenhalt und sowas. Also hat auch ein bisschen Tiefgang, wo ich mir denke, ey, der Film wird dir gefallen. Und den ich gibt es. Ich bin gespannt. Den gibt es auf Amazon Prime Video als kostenloses Angucken. Ansonsten auf diesen gängigen Videoplattformen iTunes, Google Play, was weiß ich, für 3,99 in HD zu leihen. Also kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Empfehle ich. Ist ein cooler Film. Die junge Abigail Breslin noch mit drin. Dann haben wir noch den Paul Dano ist mit drin. Der spielt den Bruder quasi. Den werden wir später auch noch mal hier haben. Und Steve Carell quasi. Und coole Schauspieler, cooler Film. Empfehle ich für diese Woche, für diesen Monat. Top. Ich bin sehr gespannt. Also da hat mir vor 10 Jahren schon irgendjemand mal drüber vorgeschwärmt, wie geil der ist. Ich kann mir halt wirklich vorstellen, das ist ein Film, der auch dir gefallen wird. Weil er halt jetzt nicht auf die Schiene geht, okay, wir machen jetzt einen Roadtrip und alles witzig, sondern weil es halt auch wirklich um die Zusammenhalt, auch so ein bisschen das Menschliche geht von dieser Familie. Ich denke, der wird dir sehr gut gefallen. Ich habe halt ein bisschen Angst, das ist so für einer, den habe ich für mich gespeichert, so als overhyped. Weißt du, wenn jemand dir quasi immer erzählt, wie geil irgendwas ist, dass du dann schon keinen Bock mehr hast, das zu gucken, weil es dich vermutlich nur enttäuschen kann. Aber vielleicht überrascht er mich, ja. Ja, jetzt so 14 Jahre später, 15 Jahre später, guckst du ihn jetzt mal an. Und ich weiß gar nicht, wo habe ich den damals gesehen? Ich glaube, ich habe ihn damals direkt im Kino gesehen.
Und ich fand ihn gut. Ansonsten würde ich dann nicht vorschlagen. Irgend so einen beschissenen Film gehe ich ja hier nicht rennen. So, wir werden nächstes Mal drüber sprechen. Ja, das wird großartig. Weiterer Vorschlag von euch natürlich, wie gesagt, wir handeln jetzt mehr oder weniger dann auch die Community-Filme ab, war Systemsprenger. Ein deutscher Film, ich würde fast sagen Drama, Sozialdrama, ja, oder sowas geht's rein. Mit Helena Zengel als Benny, ein kleines Mädchen, ich glaube, die ist 9 oder sowas. Und ja. Ein bisschen, ich hätte fast gesagt aktiv, aber nein, die ist schon nicht mehr aktiv, die ist schon aggressiv. Also sie hat wohl so in der Kindheit schon so das ein oder andere Trauma mitbekommen, weswegen sie halt auch ziemlich ausfällig werden kann und auch gewalttätig werden kann. Die Mutter hat halt so ein bisschen Probleme damit dem Kind und gibt es dann eher so an Institutionen ab. Die können sie aber auch irgendwie nicht lange halten, weil sie da Probleme macht. Deswegen wird sie halt die ganze Zeit hier von links nach rechts geschoben und die wissen schon bald gar nicht mehr weiter, weil eigentlich würden sie ganz gerne in die geschlossene Anstalt, aber dafür ist sie zu jung. Und ja, sie müssen halt jetzt gucken, wie sie mit diesem Kind jetzt fertig werden. Aber ich glaube, das ist so ein Ding, da kannst du ein bisschen besser drüber erzählen als ich. Den Film gibt es, wo gibt es den? Ich glaube, den auf Netflix. Netflix ist auf Netflix zurzeit. Oder halt zum Leihen auf allen anderen Portalen, aber Netflix wäre er jetzt quasi gerade, ich will nicht sagen für umsonst, weil man bezahlt ja einen monatlichen Beitrag, aber er ist halt im Netflix-Beitrag enthalten. Ja, in den Abo halt enthalten. Aber ich glaube, das ist so ein Film, das ist eher was für dich. Ich muss tatsächlich sagen, ich fand den ganz interessant, so aus sozialarbeiterischer Perspektive, wobei ich ja mit dem Jugendhilfesystem nichts zu tun habe und nach dem Film muss ich auch sagen, aus gutem Grund, weil genau das, was in dem Film da passiert, will ich nicht. Also ich bin tatsächlich eher so ein Sozialarbeiter, ich fülle gerne mit den Leuten Formulare aus, ich stelle mit denen Anträge, aber ich mag halt eher so diese faktische Arbeit und nicht dieses, wenn die Leute psychosoziale Probleme haben. Und das hast du halt nun mal, wie in dem Film gezeigt, im Jugendhilfesystem schon oft. Und die junge Dame, um die es da halt geht, den Namen habe ich mir natürlich jetzt nicht aufgeschrieben. Benny, genau. Ja. Die ist halt jemand, wo das System an seine Grenzen stößt. Und der Film zeigt eigentlich, finde ich, ganz eindrücklich so die Ohnmacht auch der Institution, weil da ist ein Kind und du weißt, okay, das braucht irgendwie Hilfe, aber du kannst die halt im Rahmen des Systems nicht bieten. Das System funktioniert gut bei den Kindern, die das mit sich machen lassen. Also du siehst ja auch immer wieder so die anderen in den Einrichtungen, die da halt so ihren Alltag haben und halt das machen, was die Erzieher so mit denen veranstalten möchten. Aber sie ist ja komplett quer. Und das funktioniert dann halt nicht mit ihr. Und was ich an dem Film auch interessant fand, der zeigt ja auch eigentlich, dass dieses ganze Jugendhilfesystem die eigene Familie nicht ersetzen kann. Weil das war ja eigentlich das, was sie sich gewünscht hätte oder gebraucht hätte und was ja aber auch nicht funktioniert hat. Also ich fand den schon irgendwie erschreckend, den Film. Ich fand ihn aber auch sau anstrengend. Also es war jetzt nicht mega unterhaltsam. Dieser Film war für mich mega anstrengend. Ich bin kein Kinderfan, schon von vornherein nicht. Aber dann hast du halt dieses Kind, was die ganze Zeit, man kann es auch nicht wirklich kontrollieren, weil du hast Szenen gehabt, da war so super nett und lieb und hat alles hier sich nochmal unterhalten und sowas. Und dann hier, schnipp, und dann auf einmal tickt sie komplett aus und schmeißt Steine und beleidigt und schlägt um sich. Und also ich war so, verdammt. Also es ist kein Unterhaltungsfilm. Das ist kein Film, den du mal anguckst und, oh ja gut, ich versuche jetzt einen Film zu genießen. Er ist wirklich anstrengend. Wir haben da noch eine zweite Person mit drin, den hier Michael Heller, gespielt von Albrecht Schuch, der quasi dann Erzieher spielt, der versucht halt, sich hier anzunehmen und versucht irgendwie was zu finden, wie kann man ihr helfen. Der dann aber auch immer so ein bisschen mehr in diese Spirale mit reingerät, weil er einfach zu viel sich quasi mit ihr beschäftigt und einfach die Bindung zu stärker wird, als für einen Helfer quasi gut ist. Ist halt alles eher. Also ich bin noch ein bisschen bei der Bewertung ein bisschen zwiegespalten. Es ist kein angenehmer Film. Es geht halt wirklich so darum, um zu zeigen, alles klar, du hast jetzt ein Kind und du hast keine Ahnung, was machst du jetzt damit?
Es gibt ja verschiedene Vorschläge, okay, ja, wir gehen mal in den Wald mit ihr oder wir machen was weiß ich oder dann kommst du in die Anstalt oder du gehst in die Anstalt oder was weiß ich, was da alles für Möglichkeiten gibt, aber es scheint ja nichts zu helfen. Und sie will ja eigentlich quasi wieder zurück zur Familie, zur Mutter, die einen neuen Freund hat, den sie nicht leiden kann. Und die Mutter, merkst du auch, die ist sowas von überfordert mit dem Kind. Die weiß ja selbst nicht, wie sie das überhaupt bändigen soll. Weshalb es da auch immer Probleme gibt. Und bei dem Mädchen, ganz ehrlich, da gab es so Szenen, wo ich mir dachte, so, ach du Scheiße, keine Ahnung, was die als nächstes macht. Also ob die nicht irgendjemandem jetzt was antut, was nicht gut ist. Also gibt es auch Szenen, wo sie da quasi mit einem Messer in der Küche steht und du denkst so, okay, wie geht das jetzt aus? Also, schon ein harter Tobak quasi. Ich fand es halt immer interessant auch, du kannst ihr ja aber eigentlich auch nicht böse sein. Also du siehst, und das finde ich ganz interessant, also dieses Kind wird ja nicht nur als Problem dargestellt, sondern als jemand, der ganz viele Facetten hat. Und eigentlich muss man es ja so, oder habe ich es oft so gesehen, ist sie ja auch ein Opfer. Also sie ist jetzt immer der da randaliert, aber ja nur, weil sie schon übelst viel Scheiße mitgekriegt hat. Ja, nee, das wird auch relativ gut herausgearbeitet. Ja. Dass es jetzt nicht einfach nur ein Arschlochkind ist, sondern wirklich vielleicht ein Teil will sie einfach jetzt Aufmerksamkeit oder will jetzt hier machen, aber da ist auch vieles in der Vergangenheit schiefgelaufen, warum sie psychologisch da schon einen Knacks weg hat, sag ich mal. Also es ist jetzt nicht so, dass man die ganze Zeit drauf schieben kann, okay, das Kind ist halt einfach nur scheiße von klein auf, sondern sie hat halt auch schon Krempel miterlebt, wodurch sie halt so geworden ist. Also man kann jetzt nicht von vornherein alle die Schuld drauf schieben, sondern es ist schwierig. Und sie will halt eine Bezugsperson und kann halt mit Ablehnung nicht umgehen, was natürlich immer zu Problemen führt, weil die Menschen im Hilfesystem ja eine Distanz zu ihr brauchen, wenn du es mal von der anderen Seite siehst. Und da kommt sie ja immer nicht mit klar, wenn dann jemand sagt so, jo, sorry, ich bin nicht dein Vater oder deine Mutter oder was auch immer. Das kann sie ja nicht nachvollziehen, weil sie ja jemanden braucht eigentlich, an dem sie sich klammern kann. Und die eigene Mutter ist ja wirklich auch eine Vollniete, wobei man deren Position auch verstehen kann. Und das finde ich wirklich ganz faszinierend und gut an dem Film. So sehr man auch einzelne Handlungen, die die Leute machen, blöd findet, finde ich, ist es alles nachvollziehbar. Also ich fand es auch... Spoilern wir eigentlich gerade schon? Ich weiß es nicht. Es hält sich, glaube ich, noch ein Rahmen. Also bisher haben wir noch keine Szene so direkt genannt. Aber wenn du es spoilern möchtest, sag das vorher Bescheid. Ich würde jetzt nämlich mal kurz spoilern. Ja. Also mach mal hier Spoilerwarnung. Ja. Die Mutter sagt irgendwann, sie will die Tochter nicht wieder zurück, weil sie Angst hat, dass sie die quasi ihre anderen Kinder auch versaut. Und das konnte ich total nachvollziehen. Ich fand das zwar scheiße in dem Moment, aber du kannst von allen, finde ich, sehr gut so die Beweggründe auch irgendwie nachvollziehen, so anhand dessen, was der Film erzählt. Und da war auch, wie gesagt, für alle Verständnis. Und ich fand das auch eine richtig coole Szene und gut gespielt, wo dann die vom Jugendamt daran so zusammenbricht. Ja. Weil die Mutter sich dann verpisst und sie muss quasi dem Kind wieder sagen so, ja, sorry, deine Mutter will dich nicht. Ja. Und das war so eine gut gespielte Szene und das war alles so, ja, so gut zu verstehen als Außenstehender. Also ich glaube, wenn man als jemand, der damit nichts zu tun hat, wissen will, wie geht's so ab im Jugendhilfesystem, kann man sich den Film gut angucken. Und ich glaube tatsächlich auch, der wird bestimmt im Studiengang Soziale Arbeit hier und da mal gezeigt. Ja, ich denke mal, das ist halt nichts... wo die breite Masse Spaß dran hat. Das ist kein Film, den du anguckst, weil du jetzt gut unterhalten werden willst, sondern es ist wirklich vielleicht wirklich für eine bestimmte Zielgruppe oder bestimmten Berufsgruppe, die sich das angucken, um zu sehen, alles klar, wie können Kinder so drauf sein und was können wir da machen, obwohl der Film an sich ja auch keine richtige Lösung darbietet. Es gibt ja, weil es keine gibt. Also sie ist ja ein Systemsprenger, deswegen kann das System ihr keine Lösung anbieten. Das ist ja eigentlich so die Conclusio. Ja, normalerweise bin ich immer so dagegen, wenn ich sage, okay, das hat ja jetzt kein richtiges Ende, wir haben jetzt keine richtige Auflösung oder sowas. Bei den Filmen gibt es die halt nicht, aber da ist es auch okay, weil es sie einfach nicht gibt. Weil ich auch selbst keine Ahnung hätte, was willst du jetzt mit dem Kind anfangen? Mhm. Ich meine, da gibt es ja Ideen, okay, wir lassen es nach Kenia oder sowas schicken, aber ich weiß nicht, was wollen die jetzt in Kenia mit dem Kind machen? Ob das jetzt so viel besser ist, wenn es jetzt in Afrika rumhängt? Ich weiß es nicht. Aber es gab auch so eine Szene, ich glaube, wir sind auch noch so ein Spoiler hier drin, wo sie
einfach ausreist und nach Hause fährt und dann quasi zu Hause ist. Und dann sind die zwei anderen Kinder erstmal alleine, wo ich mir denke, so, wo ist denn die Mutter jetzt eigentlich? Die unterhält sich da 10, 15 Minuten irgendwie mit ihren Geschwistern und dann taucht irgendwie die Mutter irgendwie von draußen auf. Und dann hat die die jetzt alleine gelassen oder sowas. Und dann merkst du halt schon, okay, die hat auch Einfluss auf ihre Geschwister, definitiv. Und da kann ja auch die Mutter verstehen, wenn du sagst, okay, wenn ich jetzt nach Hause nehme, dann wird es nicht besser. Ja. Dann wird das definitiv nicht besser. Und die hat halt manchmal so schöne Ticks drauf. Also am besten fand ich, wo sie einmal die Joker gespielt hat, in der Schule quasi, zum einem Mädchen herüber ist. Und da fahren wir den Kopf einmal voll auf die Tischkante drauf. Dann war es so, okay, also das ist nicht wirklich kontrollierbar, das Kind. Ja, aber auch da nachvollziehbar irgendwie. Also die kann halt nicht anders darauf reagieren, dass die sie jetzt auslachen, weil sie halt zurück ist im schulischen Kontext. Also war das mit Lesen irgendwie? Ich weiß gar nicht mehr, wo das genau war. Aber ja, irgendwie war da mal was, dass da über sie gesprochen wurde und dann ist sie einfach hingegangen und hat genau den Tisch auf die Tischplatte gehauen. Also, ja, und du merkst auch da halt so, die ist jetzt schon aus der Schule raus, kann das deswegen nicht so gut wie die anderen, wird von denen abgelehnt und kann damit nicht umgehen. Und deswegen ballert sie die halt dann da auf die Tischplatte. Aber was willst du dagegen machen? Also jetzt mal, wenn du jetzt auch wie der Schulbegleiter da bist von ihr, was willst du mit einem Kind machen? Das hat jetzt schon den Rückstand, weil es so ein Problemfall ist. Und kommt da ja auch nicht wieder ran. Weißt du, und das Problem wird ja immer schlimmer. Also sie will ja eigentlich auch gar nicht mehr in die Schule gehen, weil sie schon weiß, dass das scheiße ist. Also ich fand ihn wirklich echt interessant. Hätte ich vorher nicht gedacht. Ich dachte wirklich, ich finde ihn sau anstrengend, was er auch teilweise halt ist, weil auch viel geschrien wird. Aber ich fand ihn halt unter dem sozialarbeiterischen Aspekt doch recht spannend. Ja. Ich fand ihn teilweise schon fast gruselig. Es gibt ja so, Spoiler, oh no. es gibt ja so die Szene, dass der Betreuer sie einmal mit nach Hause nimmt, sie also weiß, wo er wohnt und sie später dann ausreist und zu ihm hinfährt und ihn quasi als Ersatzelternteil haben möchte. Sie sagt ja schon zu ihm Papa und sowas und sowas und er sagt, ich kann nicht dein Papa sein und sowas. Und dann fängt die dann an und sagt ja, okay, was ist, wenn ich deine Frau und Kind umbringe? Und man denkt so, okay, dem Kind traue ich das sogar noch zu. Also, ja. Und dann hast du so am nächsten Tag, wo halt sie hergeht und das Neugeborene, das Baby halt nimmt und das aus dem Bettchen halt entführt und dann auch nicht mehr zurückgeben will. Man sich quasi mit den Kindern einschließt, wo man denkt, so, oha, keine Ahnung, wie das jetzt ausgeht. Also, also schwieriger Film, was für mich es schwierig macht, das Ding zu bewerten. Weil einerseits habe ich null Spaß mit diesem Film gehabt. Definitiv nicht. Also es ist kein Film, den ich für mich jetzt weiterempfehlen würde und sage, ey, guck dir den Film an, der ist super toll, der ist gut. Aber andererseits kann ich den jetzt auch nicht so schlecht bewerten, weil das, was er machen will, das, was er zeigen will, das macht er halt gut. Also ich finde, das ist ein Film für jemanden, der sagt, das Thema interessiert mich, aber eine Dokumentation ist mir zu trocken. Ja. Dann kann man sich sowas angucken. Das ist halt ein Film, der will jetzt nicht, dass du aus dem Kino sagst und du hast eine good time. Also das ist ja das, worüber wir auch öfters mal streiten. Muss ein Film immer Spaß machen und mich unterhalten? Oder will er auch mal was zeigen? Will er mir was beibringen über das Leben, über mich selber, über Gesellschaft? Und so ein Film ist Systemsprenger. Ja. Und deswegen fand ich den super. Ja gut, super fand ich den jetzt nicht, aber ich kann jetzt auch nicht hergehen und sagen, okay, ich gebe den 2 Punkte, weil ich fand das jetzt scheiße, das hat mir nicht gefallen, das ist nicht mein Thema. Aber wenn ich mal überlege, okay, die Leute, die Zielgruppe sind, das ist jetzt kein Film für jedermann, aber für die Zielgruppe macht er halt dann doch schon recht viel auch richtig. Ja, aber wie war es denn so für dich, den jetzt das Thema nicht interessiert? Saßt du da und hast auf das Ende gewartet oder fandest du das trotzdem irgendwie ja, innerhalb seines dokumentarischen Charakters interessant? So teils, teils. Ich fand den mega anstrengend. Also das Kind, das ist mega anstrengend, weil kann ich gar nicht so mit. Aber mich hat schon so mehr oder weniger interessiert, okay, was probieren die? Was versuchen die quasi als nächstes für eine Lösung zu finden, um das Kind irgendwie zu bändigen oder sowas? Und es steigert sich halt immer mehr rein, dass es auch diesen Gruselfaktor dann so hatte. Aber trotzdem war ich jetzt nicht so gefesselt, dass ich sage, okay, ja, super mega spannend, sondern eher so, okay, wann ist denn das Ding jetzt vorbei? Muss ich schon zugeben. Der geht ja auch gar nicht so lange. Ich glaube, der geht nur 1 Stunde 37. Nee, 1 Stunde 37 war ein anderer. Der geht, 120 Minuten.
120 Minuten, ja. Also eine Stunde 20 ist jetzt nicht so lange, zum Glück. Ich glaube, so ein 2 Stunden 10 Film hätte ich nicht ausgehalten. Aber er schafft in der Zeit halt das zu erzählen, was er will. Also ist jetzt auch nicht zu überlang, aber ich hatte da nicht so riesen Bock drauf gehabt, dass der jetzt noch länger gehen würde. Ey, was ich ja wirklich faszinierend finde, ist die Regisseurin. Das ist, die heißt Nora Finkscheid. Habe ich noch nie gehört, liegt daran, dass es ihr Debütfilm. Und sie hat sowohl das Drehbuch geschrieben, als auch Regie geführt. Und das finde ich schon beeindruckend, so für das Erstlingswerk. Ich meine, vom Film her, von der Aufmachung, ich meine, die Schauspieler machen ihren Job gut, der Film macht seinen Job gut, da ist jetzt nichts Technisches drin, wo ich sage, okay, das ist jetzt irgendwie schlecht gewesen. Ja, dass die Kamera kacke war oder der Ton war kacke oder die Schauspieler waren einfach nicht überzeugend. Das passt alles. Also der ist richtig gut auch als Film aufgemacht. Das Thema ist halt nicht jedermanns Sache. Aber als Erstlingswerk, ja, puh, top. Und es ist ja, glaube ich, auch ein Film gewesen, der sehr häufig auch gespielt worden ist, zumindest irgendwie in Sonderveranstaltungen, Kinos oder sowas, halt für die Zielgruppe. Weil ich glaube, für die breite Masse wäre es halt nicht sowas gewesen, jedenfalls bei uns jetzt nicht. Aber der wird wahrscheinlich auch oft genug jetzt noch gezeigt werden in Maßnahmen, wo du sagst, okay, wir zeigen euch mal einen Film, der interessant für euch sein kann. Ja, denke ich auch. Also ich würde jetzt einfach mal aus meiner Perspektive gebe ich dem Film 8 Punkte. Ja. Was echt erstaunlich gut ist. Ich hatte gar keinen Bock, den zu gucken, muss ich ehrlich sagen. Gar keinen Bock, aber ich fand ihn wirklich cool. Wie ich ja schon gesagt habe, ich kann ihn nicht mega scheiße bewerten. Ist nicht mein Film, definitiv nicht, aber er ist halt auch nicht schlecht gemacht. Ich kann ihn jetzt aber nicht mega geil bewerten, weil irgendwie dann passt es auch wieder nicht. Ich bin bei dem bei 6 Punkten. Mega geil. Ich bin bei dem Film bei 6 Punkten, was für mich eigentlich noch ganz okay ist, vor allem wenn man bemerkt, dass es nicht unbedingt mein Thema ist. Aber ich finde ihn halt für die Zielgruppe, die er sein soll, finde ich ihn solide gemacht und auch gut rübergebracht, das Thema. Er erzählt halt wirklich das, was er erzählen will. Und das macht er gut. Das heißt, du 8, ich 6, sind wir bei 14, sind wir bei durchschnittlich 7. Ja, auch gar nicht schlecht so. Ja. Da hatten wir schon Schlimmeres. Ja, ich bin mal gespannt, ich mache für dieses Jahr, was wir letztes Jahr nicht gemacht haben, das werdet ihr dann beim Jahresrückblick sehen, ich mache eine Tabelle, wo ich alle unsere Wertungen reinpacke und dann können wir uns mal die Durchschnittswerte angucken, was Dirk so durchschnittlich gibt und was ich so durchschnittlich gebe. Was so unsere bestbewertetsten Filme sind. Ich bin gespannt, was da so rauskommt. Ja, ich auch. So, und wie gesagt, ihr habt ja auch die Möglichkeit, uns Filme vorzuschlagen. Einfach unten in die Kommentare mit reinschreiben und dann werden wir die nach und nach einmal durcharbeiten, wenn wir sie nicht schon vorher selbst irgendwie mal drangenommen hatten. Oder und auch gerne, wenn ihr nicht in die Kommentare schreiben wollt, per E-Mail. Ja, genau. Die E-Mail-Adresse ist irgendwo hier, also kontakt@nerdwell.de. Da könnt ihr natürlich auch noch mal euren Tipp abgeben. Auch ein guter Einwand. Der nächste Film, der dann vorgeschlagen worden ist, ist ein Netflix-Exclusive-Film und heißt Enola Holmes. Ist quasi die Schwester vom berühmten Sherlock Holmes, die, naja, nicht unbedingt jetzt direkt als Detektivin ausgebildet wird, sondern eher so als hobbymäßig dann, aber wie in der Familie halt klar ist, mit dabei ist. Und gespielt von Millie Bobby Brown, kenne ich nicht, habe ich noch nie von gehört. Aber ist das nicht die von, wie heißen diese Kinder mit diesen Gespenstern, unterirdisches Forschungslabor? Stranger Things. Ich glaube, eine von Stranger Things. Ich muss gestehen, ich habe Stranger Things nicht gesehen, also nicht lange. Okay, gut, dann kennt man sie vielleicht doch, zumindest die Leute, die Stranger Things gucken. Die spielt halt natürlich jetzt Enola Holmes und ihre Mutter ist verschollen. Die Mutter ist gespielt von Helena Bonham Carter, die ich am ehesten halt als Bellatrix kenne aus Harry Potter. Ja. Und sie versucht dann quasi, die Mutter zu finden. Ja, okay, die Brüder tauchen dann auch auf. Hier Sherlock Holmes, gespielt von Henry Cavill, der ist auch noch mit dabei. Und was weiß ich, also auch jede Charaktere quasi aus dem Sherlock Holmes-Universum. Aber es geht jetzt darum, dass wir jetzt nicht Sherlock folgen, sondern einmal die Schwester, die versucht dann den Fall zu lösen, obwohl natürlich dann die meisten dagegen sind, so weil eine Frau als eine Detektivin, das kannst du eh nicht. Und nee, ich bin gespannt. Ich habe einen Trailer von gesehen, der sah eigentlich relativ turbulent, amüsant aus. Das sah noch so eine guten Action-Komödie aus. Und da bin ich mal gespannt drauf. Ja, ich nicht, aber wir gucken mal, ob er mich positiv überraschen kann.
Ja, wir sind gespannt. Ey, es gibt schon öfters Filme, wo du am Anfang gesagt hast, nee, will ich nicht. Und dann war er doch gar nicht so scheiße. Das stimmt. Wo wir direkt beim nächsten Film werden. Mit Scheiße oder nicht Scheiße. Ja, dann würde ich den einfach mal vorstellen, weil ich kannte den schon. Und zwar ist das der Film Swiss Army Man. Aus dem Jahr 2016 ist ein amerikanischer Film und es ist auch ein Debütwerk. Genau wie Systemsprenger ist das der erste Spielfilm vom Regisseur-Duo Daniels. Und zwar sind das Daniel Kwon und Daniel Scheinert. Keine Ahnung, wie man die Herren ausspricht. Die aber vorher hauptsächlich Musikvideos gemacht haben. Und das ist jetzt aber quasi ihr erster Film. Paul Dano spielt einen Typen, der auf einer einsamen Insel festsitzt. Der möchte sich da erhängen und findet dann aber eine Leiche, gespielt von Daniel Radcliffe am Strand. Und wie der Titel es schon sagt, kann er Daniel Radcliffe benutzen wie ein Schweizer Taschenmesser. Ja, und es ist eine sehr skurrile, philosophisch angehauchte Komödie, würde ich jetzt sagen. Die beiden versuchen dann halt wieder zurück in die Zivilisation zu gelangen. Und viel mehr würde ich jetzt inhaltlich auch gar nicht sagen. Ja, das passt schon ganz gut. Ich bin total gespannt, wie du den findest. Weil ich bin der Meinung, dass ein Film, entweder man findet den großartig oder ganz große Scheiße. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man den guckt und sagt, ja, war ganz okay. Ja, also das ist so das Ding. Man muss halt diesen Humor haben. Man muss diesen Humor halt mögen, weil er halt auch ganz viel, diesen Pipi-Kaka-Humor mit drin ist. Also wenn du South Park magst oder Jackass oder sowas, ich glaube, dann bist du da ganz gut dabei. Wenn du das nicht magst, dann wird es schon schwieriger. Ja, wobei, ich mag das ja nicht, aber ich mag den Film trotzdem sehr gerne, weil ich mag diese ganze philosophische Komponente und diese Kreativität, die in dem Film auch gezeigt wird. Also ich behaupte mal, ich habe noch keinen Film gesehen, der so ist wie Swiss Army Man. Nee, ich auch nicht, aber das aber viele nicht. Er ist halt schon ziemlich skurril, weil halt wirklich dann diesen Toten quasi allen möglichen Krempel macht. Und da sind auch einige Sachen dabei, die ich mega eklig finde. Also wirklich. Ich hab während des Films leider mein Abendessen gegessen und ich dachte mir so, okay, jetzt vergeht's dir aber gleich. Es ist schon so eine Grenze, wo du sagst so, okay, will ich das jetzt überhaupt weitergucken? Vor allem halt gerade die erste Viertelstunde ist schon anstrengender. Es wird dann irgendwann ein bisschen besser, aber gerade die erste Viertelstunde habe ich so, oh, verdammt, ey, ich muss mir den jetzt angucken. Ich mag eigentlich gar nicht weiter. Und ich bin ja nicht so alleine, als der das erste Mal vorgeführt worden ist. Ich glaube, das war beim Sundance Film Festival. Hätte ich auch noch erzählt. Es ist halt so, dass ein großer Teil davon frühzeitig gegangen ist. Und ich kann mir halt schon vorstellen, warum. Weil es schon, strange, sehr strange. Ja, er ist philosophisch angehaucht, weil, man muss halt sagen, ich mache einfach mal eine Spoilerwarnung an, ja, nicht, dass wir dann hier zu viel verraten. Und zwar fängt die Leiche dann irgendwann zu reden an. Also er stellt sich dann halt vor, dass er quasi mit Manny, wie er dann heißt, dann spricht. Und Manny ist allerdings so drauf wie, ich habe null Erinnerung an gar nichts mehr. Weswegen die halt Gespräche führen über so Kleinigkeiten, die man sich im normalen Alltag gar nicht so stellt. Also fängt so an mit so, ja, okay, warum pupst man nicht bei Beisein von anderen? Warum lässt man das? Ja, warum man sagt man so, okay, ich unterdrücke mir das jetzt oder ich gehe in einen anderen Raum oder sowas. Das sind so ganz die unterste Ebene. Oder halt, warum macht man dies nicht? Warum macht man das nicht? Warum ist das so? So wirklich so Fragen, die du den normalen Alltag gar nicht stellen würdest. Aber bei diesen Filmen denkst du so, okay, ja, warum eigentlich? Ey, für mich ist das ein Film, wo anhand dieser Geschichte von diesen beiden, also von diesem Typ und der Leiche, die da halt versuchen, wieder in die Zivilisation zu gelangen, wird einfach philosophiert über Leben und Liebe. Und das fände ich total cool. Ich gucke mir das total gerne an, wie er quasi der Leiche versucht zu erklären, was bedeutet Liebe und wie gehen Menschen miteinander um und so, wie du schon sagst, auch diese Kleinigkeiten, warum macht man manche Sachen nicht, und diese Leiche ist halt wie so ein kleines Kind, die halt nichts weiß, und er bringt dem bei, was Liebe bringt halt der Leiche bei, was Liebe bedeutet,
Und auch mit so schönen, kreativen Ideen. Ich finde das so geil, wenn die da immer dann so Sachen gebastelt haben, wie diesen Bus oder halt auch so diese ganzen Sachen. Da liegt halt Müll in der Gegend rum und er macht daraus was ganz Kreatives. Und das finde ich mega geil. Das fand ich beim ersten Mal gucken schon total faszinierend, mir das anzuschauen, wie die beiden da halt zusammen, ja, sich das Leben erklären und dabei tanzen und singen und Spaß haben und tolle Musik. Und das finde ich großartig, diesen Furzhumor und sowas, das hätte ich nicht gebraucht. Aber diesen Part, den finde ich mega. Ja, es ist ähnlich. Also es gibt so Teile davon, da sagen wir, die mag ich gar nicht. Also wir haben jetzt in allen möglichen Variationen benutzt als Armeetaschenmesser, das gefällt mir nicht. Das finde ich irgendwie alles ein bisschen übertrieben, überspitzter Humor, okay, aber schon teilweise in die Ekligkeitsrichtung. Also als er anfing, den ja als Wasserspender zu nutzen, dachte ich mir so, der trinkt das jetzt, alles klar, da kommt Wasser aus dem Toten raus und ich trinke, nee, also. Da war schon der Punkt erreicht, wo ich mir denke, so, gucke ich mir das jetzt weiter an. Ja, ich muss ja. Das war aber noch bevor sie anfingen mit diesem philosophischen Teil, aber der Teil war dann schon wieder etwas besser. Und endet dann halt irgendwie wieder ein bisschen zu wir. Aber der Soundtrack, der ist halt echt interessant gemacht, weil der sehr minimalistisch ist und sehr viel mit A cappella und sowas mit drin hängt und interessante Texte mit reinbaut. Also den fand ich eigentlich ganz cool gemacht, den Soundtrack. Der ist sehr charmant. Die Story hat sehr charmante Parts mit drin, definitiv, vor allem wenn es halt um diesen philosophischen Teil geht. Aber da sind auch ganz viele Sachen dabei, wo man denkt so, ach nee, das ist nicht mein Humor, das mag ich nicht. Es kann sein, dass da einige im Kino sitzen und sich auf die Schenkel klopfen und so roh losbrüllen, weil sie das so witzig finden, wie er da als Jetski über die Wasseroberfläche da fährt. Fand ich eher so, nee. Also ich muss sagen, ich habe null gelacht. Das ist null mein Humor, aber ich liebe den Film trotzdem. Ja, Ey, auch dieses, also man muss ja auch wirklich noch mal sagen, die schauspielerische Leistung in diesem Film ist einfach großartig. Also ich mag Paul Dano ja gerne, der auch wirklich, finde ich, total wandelbar ist. Der spielt ja auch in Little Miss Sunshine mit, wie du schon angemerkt hast. Ich bin ganz gespannt, wie er da ist, weil ich kenne den aus Prisoners zum Beispiel. Und da spielt er so einen Typen, der halt verdächtigt wird und so ein bisschen, wie soll ich das sagen, leicht geistig behindert ist. Und ich finde, Paul Dano ist immer so, der ist in jedem Film anders. Der spielt auch in einem mit, den ich richtig geil finde, das ist Ewige Jugend. Ich weiß nicht, ob ich dir den schon mal aufgezwungen Ich habe. glaube nicht, nein. Und wenn, dann habe ich ihn direkt wieder verdrängt. Aber da spielt er zum Beispiel einen Schauspieler, der keinen Bock mehr hat auf seinen Job. Und das ist immer, wenn Paul Dano kommt, ich finde Paul Dano wirklich richtig cool. Ich finde den großartig. Und Daniel Radcliffe ist in diesem Film ja wohl mega geil. Ja. Also alleine dieses, wie lange der dann auch teilweise halt einfach da liegen muss und sich gar nicht bewegen darf und so. Und auch dieses, du kaufst dem halt ab, dass er eine Leiche ist, die halt trotzdem irgendwie sprechen kann. Also das finde ich so genial. Und davon lebt der Film natürlich auch ganz viel von den tollen Schauspielern. Also vor allem Daniel Radcliffe ist halt echt wieder so ein unterbewerteter Schauspieler. Der wird halt immer so mit seiner großen Erstrolle halt verknüpft mit Harry Potter. Aber der hat auch im Nachhinein sehr, sehr früh angefangen, sich davon auch wieder zu lösen. Der hat ja auch so Filme gemacht wie Horns. Ist auch ein mega cooler Film. Oder hier Ganz Akimbo letztes Jahr, wo er einfach nur so einen durchgeknallten Nerd-Typ spielt, den der halt die Waffen an den Händen festgetackert worden sind. Also der spielt auch wirklich außergewöhnliche Rollen und das finde ich ja echt cool. Und Ey, hier kann er ganz wirklich kurz. auftrumpfen. Große Empfehlung von mir ist Young Doctor's Notebook. Gibt es, glaube ich, gerade in der Arte Mediathek. Also könnt ihr euch umsonst angucken. Das ist so eine sechsteilige Miniserie, wo er in der Sowjetunion um 1900 einen morphinabhängigen jungen Arzt spielt. Mega geil. Also Okay. wirklich eine mega coole Serie. Aber spätestens hier bei Swiss Army Man merkst du halt, okay, der kann halt auch richtig gut schauspielern, weil selbst wenn er spricht, das sieht halt immer noch aus, der hat halt nicht diese übertriebene Mimik dann so drin, sondern ist halt, er spielt halt wirklich den Toten richtig gut und das sieht halt auch von Maskenbildern und sowas, er sieht halt echt gut aus und er spielt das echt gut und er fällt halt und keine Ahnung, was der für ein Krempel da macht. Das ist ganz großes Kino, also das ist wirklich eine richtig große Leistung von Dan Radcliffe. Paul Dano, den kann ich vorher halt nicht wirklich, obwohl ich halt auch Swiss Army Man, nicht Swiss Army Man, hier Little Miss Sunshine gesehen habe, aber da ist halt der Name mir nicht so im Gedächtnis geblieben. Ich habe halt nur vorhin, wo ich dann nochmal nachgeguckt habe, Little Miss Sunshine, wer spielt damit? Ach so, guck mal, den kennst du noch.
Der ist halt noch ein bisschen jünger, 15 Jahre alt vorher, aber hier auch absolut solide. Na, da kannst du auch nicht sagen, okay, der hat jetzt scheiße gespielt oder sowas. Er spielt halt den Überlebenden einer, ich weiß gar nicht, was da eigentlich passiert ist. Er ist halt am Anfang irgendwie am Strand angespült und ist eigentlich schon fast dran, sich umzubringen, weil er ist einsam und er findet alles scheiße und er will sich jetzt quasi umbringen. Und findet halt so jetzt neuen Lebensmut durch die Leiche halt. Aber also man könnte auch da, wenn man den Film so analysiert, sich fragen, ob er überhaupt auf der einsamen Insel ist. Also es kommt ja dann auch raus, wir sind doch noch im Spoiler-Part, oder? Ja, wir kommen ja wieder spoilern, kommen ja das Ende. Mehr oder weniger ist ja alles das, was denen passiert ist, bei der Frau, in die Paul Dano heimlich verliebt ist, quasi hinterm Gartenzaun passiert. Ja. Das war nicht die große Konklusion am Ende, wo ich mir denke so, what? Warte mal, der ist jetzt erstmal auf der einsamen Insel gewesen, dann hat er die Leiche benutzt als Jetski, um irgendwie vielleicht auf eine andere Insel zu kommen, von mir aus, aber dann tun die quasi eine Stunde irgendwie durch den Urwald da irgendwie warten und sind dann am Ende quasi neben der Stadt von seiner Geliebten da, oder neben dem Haus von seiner Geliebten da. Ja, man kann dann wirklich so rein interpretieren, ob er wirklich jetzt auf einer einsamen Insel war oder halt so eine imaginäre einsame Insel ist. Ich glaube, der wollte, also ich würde es eher so verstehen, der wollte sich da halt umbringen, weil er halt einsam ist. Und dann ist er halt, ja, auch da kann man ja streiten, ob er überhaupt irgendwie, also man kann den ganzen Film ja auch symbolisch sehen. Also ob der jetzt auf Daniel Radcliffe getroffen ist oder nicht, darüber könnte man ja sogar streiten. Oder ob der für irgendwas anderes steht. Soweit habe ich mir aber ehrlich gesagt auch keine Gedanken gemacht. Nichtsdestotrotz, finde ich, ist das ein mega geiler Film. Also ich habe den ja jetzt zum zweiten Mal schon geguckt und ich fand ihn genauso geil wie beim ersten Mal. Ich muss ja gestehen, ich bin wirklich in diesen Bereich rein, wo du dachtest, da geht keiner rein. Okay. Ich fand ihn jetzt nicht mega geil, aber da gibt es halt so wirklich Parts drin, wo ich sagen muss, okay, dafür kannst du nicht scheiße bewerten. Wie halt schon die schauspielerische Leistung von Daniel Radcliffe. Da kannst du nicht sagen, dass die scheiße ist. Der Soundtrack ist nett, wirklich auch sehr charmant gemacht. Und halt auch die philosophischen Ansätze da drin sind jetzt auch nicht scheiße. Aber halt Parts davon sind scheiße. Weswegen ich dann doch eher in Gesamtbewertung wieder so im Mittelfeld lande. Obwohl ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt auf diesem Sundance Film Festival gewesen wäre und hätte dann in den ersten 15 Minuten gesehen, wie die Leute gehen, hätte ich mir gedacht, so, okay, ja, dann könntest du jetzt auch. man sträubt sich aber so davor, du willst jetzt nicht der Einzige in diesem Raum sein, der dann geht, aber wenn du schon siehst, okay, andere gehen jetzt, ja, jetzt ist deine Chance, jetzt gehst du mit. Ich wäre da wahrscheinlich gegangen. Also ich muss sagen, ich bin mittlerweile dahin gekommen, dass ich sage, ich breche gar keinen Film mehr ab. Also egal, wie kacke ich den finde, vielleicht kommt hinten raus noch was mich begeistern kann. Ja, hatte ich auch schon häufig. Aber bei dem Film, gut, er wurde dann besser, ja, aber es ist nicht so, dass ich den jetzt top bewerten kann. Ich hänge bei Swiss Army Man jetzt wirklich so zwischen 5 und 6. Weil es halt sich so ein bisschen die Waage hält zwischen, okay, finde ich jetzt absolut scheiße und ist eigentlich ganz cool. Krass, also würdest du ihn sogar schlechter sehen als Systemsprenger? Das hätte ich nicht gedacht. Der Systemsprenger, muss ich halt sagen, der macht halt, es ist für mich nicht unterhaltsam, aber als Film, für die Leute, für die er gemacht ist, macht halt seinen Job echt gut. Okay. Ich würde den nicht nochmal angucken, aber da bewerte ich den Film halt so wirklich, okay, für wen ist der eigentlich gemacht? Der ist nicht für mich gemacht, definitiv nicht. Also ich persönlich würde Systemsprenger, würde ich den jetzt einfach so objektiv für mich persönlich alleine bewerten, würde ich den 2 bis 3 geben. Okay. Also ich sag Swiss Army Man, komm, er kriegt die 6. Okay. 6 Punkte für den guten Daniel Radcliffe, der halt echt mega geil ist. Also man hat es schon rausgehört, ich liebe den Film. Auch wenn ich nicht alles geil finde, finde ich den Großteil geil. Und das bringt mich tatsächlich dann, weil die guten Sachen für mich überwiegen. Und ich wirklich sage, ich liebe das, wenn Regisseure die Möglichkeit haben, was zu machen, was außergewöhnlich ist. Und das muss man dem Film ja wirklich lassen, egal wie man ihn findet. Auch wenn man ihn voll scheiße findet, das ist ein Film, den sieht man nicht oft. Nee. Das ist ein ganz außergewöhnlicher Film und ich gebe dem 9 von 10, weil ich finde den echt großartig. Dann sind wir insgesamt bei 7,5 von 10. Hatten wir das nicht schon mal? Nee, wir hatten 7 bei Systemsprenger.
Aber Gewinner, Winner, Winner of the Day ist halt Prestige. Auf jeden Fall. Und mit welchem Film beerst du uns das nächste Mal? Ich habe lange überlegt, was wir gucken. Ich habe erst überlegt, ob wir halt sowas, ob ich jetzt einfach mal mit einem Blockbuster um die Ecke komme, aber ich habe mich dann entschieden, nein, wir gucken was, was ich großartig finde und wo ich auch nicht sagen kann, ob du das magst oder nicht. Und zwar gucken wir den Film Perfect Sense aus dem Jahr 2008. So wie du mich gerade anguckst, würde ich sagen, du hast davon noch nie im Leben was gehört. Nein. Das ist ein Film mit Ian McGregor und Eva Green. Und es ist ein Pandemiefilm, tatsächlich. Passend. Aber ein anders gearteter Film. Ich will eigentlich gar nicht so viel von der Handlung sagen, aber es ist halt so, er ist Koch. Sie arbeitet, glaube ich, irgendwie ja, mehr oder weniger beim Gesundheitsamt oder halt irgendeiner solchen Behörde. Und es ist so, es breitet sich eine Pandemie auf der Welt aus, die dafür sorgt, dass die Menschen nach und nach ihre Sinneswahrnehmung verlieren. Und parallel läuft eine Liebesgeschichte zwischen den beiden. Klar. Und mehr würde ich darüber gar nicht sagen. Ja, gut, leider ist so, es... Ja? Ja? Also, ich muss halt sagen, okay, jetzt von dem, was du bisher erzählt hast, von den Leuten, die mitspielen und von der Handlung, bin ich jetzt gar nicht mal so abgeneigt. Das klingt jetzt noch nicht total scheiße, aber bin ich mal gespannt. Ey, ich bin echt gespannt, was du sagst. Erwarte aber keinen, so wie Contagion oder Outbreak lautlose Killer. Sowas ist das nicht. Also es ist schon eher... Ja, ich würde fast sagen, eher Liebesfilm als so Pandemie-Katastrophenfilm. Okay, also eher wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Ich finde den wirklich großartig, habe ihn auch schon mehrfach gesehen. Ich bin gespannt. Das größte Problem meiner Meinung nach, und das verstehe ich nicht so ganz, also erstmal, man kann den Film nur leihen oder kaufen auf allen gängigen Plattformen, aber nur in SD-Qualität. Was ich überhaupt nicht verstehen kann, denn es gibt von dem Film eine Blu-ray. Also das Material ist da in 1080p. Der einzige Dienst, der diesen Film auch in HD anbietet, ist Videobuster. Fragt mich nicht warum, bei allen anderen ist es in SD, aber ich finde, der Film braucht jetzt, also ich hoffe, er sieht nicht so scheiße aus wie The Man from Earth, aber ich finde, bei dem Film geht es halt um den Inhalt und nicht um spektakuläre Bilder, deswegen kann ich SD, glaube ich, auch verschmerzen. Ja, das Problem ist halt immer so, mit was für ein Fernseher man daherkommt, und wenn man einen 4K-Fernseher hat und dann mit SD-Qualität drauf geht, dann wird das schon leicht eklig. Dann sieht das halt also nicht mehr so gut aus. Also ich würde ja sagen, es lohnt sich auch, wenn du dir die Blu-ray kaufst, aber ich weiß nicht, ob du das anders siehst. Ja, gucken wir mal. Aber ich versuche dann doch eher auf die HD-Version zu gehen, als auf die SD-Version. Das ist ja, vielleicht werde ich mich auch mal an Videobuster versuchen. Ich habe die Plattform noch nie irgendwie, geschweige denn mal, aufgerufen. Nee, ich auch nicht. Ist jetzt nicht unbedingt die bekanntesten. Ja? Die bekanntesten ist ja eher so Amazon und Netflix und Disney Plus und Google Play und iTunes und vielleicht nach Rakuten dazu oder Microsoft, aber dann fängt es auch schon an. Also das, naja gut, geben wir den ganzen mal eine Chance. Ansonsten halt ein SD, müssen wir halt mal gucken, wie es aussieht, aber wenn du sagst, okay, ist jetzt kein Action-Feuerwerk, dann kann man das vielleicht auch in SD-Qualität genießen. Und wenn man sowieso keinen 4K-Fernseher hat, ich glaube, beim HD-Fernseher fällt das weniger ins Gewicht als jetzt. So. Schauen wir mal. Ich bin echt sehr gespannt. Wir haben ja wieder interessante Sachen jetzt für die nächste Woche. Nächsten Monat. Nächsten Monat, Entschuldigung. Ich bin immer noch im Screentime kommt wöchentlich. Ja, ich auch, aber das werden wir leider nicht schaffen, weil wir montags immer noch Montagabend um 19 Uhr unseren Livestream haben, den Nerdway Live, wo wir natürlich auch einerseits über einen Film sprechen werden, hier von Netflix und Amazon Prime, was halt da gerade neu auf dem Programm ist, und halt auch anderen möglichen Krempel. Wir versuchen da selbst irgendwie einen Film zusammenzubasteln. Wir haben da nochmal kleine Spielchen dabei und sowas. Also ein bisschen gute Unterhaltung für den Abend, aber frisst halt dann doch ein bisschen Zeit, weswegen hier bei Screentime jetzt ein bisschen zurückstecken und das Ding halt monatlich rausbringen, damit es nicht komplett in die Vergessenheit gerät. Bis die Pandemie hier rum ist, kann natürlich noch den ein oder anderen Monat dauern und wir wollten halt jetzt nicht so lange noch warten, bis es weitergeht. So ist es. Sind wir durch für heute, wa? Ja, ansonsten sind wir durch.
Cool, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ey, lasst ein Like da, falls ihr noch nicht Abonnenten seid. Ey, da unten könnt ihr auch abonnieren. Dann erfahrt ihr natürlich immer alles Neue, was hier auf diesem Kanal rauskommt. Ich meine, wir haben ja auch noch ein bisschen was anderes geplant, neben Screentime und die Nerdware Live. Da wird ja auch nochmal das ein oder andere Video nochmal aufgelegt. Das erfahrt ihr dann direkt dort. Ansonsten, ja, Montagabend, 19 Uhr, auch direkt hier auf den Kanal drauf. Und dann die nächste Folge Screentime mit Little Miss Sunshine, mit Enola Holmes und mit Perfect Sense. Genau. Sense. beim nächsten Mal. Finde ich cool. Dann bis dahin, bleibt gesund und ja, macht euch einen schönen Tag oder so. Macht's gut. Tschüss.